Moin moin liebe Leute und herzlich willkommen auf Philos TV. Eine kleine Episode angezockt zu Tom Clancy's The Division 2. Mit dabei unser lieber Floschbert. Moin moin. Und wir wollen mal ein bisschen heraus oder ein bisschen herumexperimentieren, ob dieses Spiel eventuell was für uns ist, dass wir das mit auf unseren Kanal nehmen können als Let's Play, als Tutorial, als whatever. Wir sind jetzt gerade aktuell in der zweiten Hauptmission, haben also schon ein kleines bisschen gespielt, jetzt nicht besonders viel, ungefähr so eine halbe, dreiviertel Stunde maximal. Und, oh, du hast ja einen Sniper, sehe ich gerade. Oh ja. Ah, der Floschi hat schon ein bisschen mehr gespielt. Es gibt ja Leute, die müssen arbeiten. Es gibt Leute, die haben Zeit zum Zocken. Floschi gehört Richtig. halt zur Zweiteren. Das ist immer Und eine Prioritätenentscheidung. ja, das stimmt. Ja. Weil jeder Mensch hat ja gleich viel Zeit, nur man muss ja seine Prioritäten halt einfach anders setzen. Jo, wir spielen jetzt einfach mal ein bisschen hier rum. Wir sind ein bisschen am Ballern. Da habe ich natürlich schon wieder daneben gerotzt. Und schau mal, was das Spiel so zu bieten hat für uns. Down. Down. Ich weiß nicht, du hast den ersten Teil nicht gespielt, ne? Nee. Ja, also der erste Teil ist jetzt, glaube ich, knapp 2 Jahre alt. Ich glaube, der ist auch aus dem März. Den habe ich alleine gespielt, aber da das Spiel eigentlich eher auf Koop ausgelegt ist, habe ich es, glaube ich, relativ früh wieder sein gelassen. Aber da ich ja jetzt einen netten kleinen Partner habe, versuchen wir es mal mit dem zweiten Teil. Yo. Tolle Wie gesagt, Ansprache. Release ist 15. Ma Mai, Quatsch, 15. März. 2023. Also in 10 Tagen genau. Heute letzter Tag der Beta. Wir gucken mal, was noch so geht. Ey, man schießt nicht auf Tiere. Ich habe nicht gesehen, dass es Du ein hast Hund ist. Ja, angefallen. ich habe nicht gesehen, dass es ein Hund ist. Hätte ich ja niemals drauf geschossen. Oh, Ja, ich Headshot. dachte, der hätte dich angefallen. Ja, was man natürlich hier beachten sollte, das ist eigentlich auch so ein Cover-Loot-Shooter. Also man sollte, obwohl wie Kodiak das jetzt macht, oder beziehungsweise nicht macht, die Deckung nutzen und nicht offen einfach rumstehen. Ja gut, das ist halt am Anfang noch nicht notwendig. Wir müssen halt mal gucken, wie wir es mit dem Schwierigkeitsgrad machen. Das aktuell ist auf jeden Fall ein bisschen zu lasch. Da muss man jetzt noch nicht so viel beachten, um hier erfolgreich zu sein. Ja gut, in der Open World kannst du es, glaube ich, auch nicht umstellen. Das ist, glaube ich, eher für die einzelne Mission, die du das, für die du Ja, das ja, umstellen ja, ja, kannst. ja, ja, Also das Spiel hat sowohl halt einen Story-Modus, quasi mit mehreren Hauptmissionen, als auch Open World PvP in den Dark Zones, wo man halt ein bisschen gegnerische Spieler schnetzeln kann und das entsprechende Loot dann auch klauen bzw. sich aneignen kann. Was ist hier denn los? Was müssen Jefferson wir hier Trade machen? Center, okay. Ich weiß nicht, Gegnerstufe 4, das klingt auf jeden Fall sehr interessant. Müssen wir hier reingehen? Und müssen wir hier Ich irgendwas denke, annehmen? wir müssen einfach nur hier reingehen. Ah, hier musst du unten Agents finden, auswählen. Ich will das jetzt einfach mal. Was muss ich auswählen? Oder nicht? Ach, keine Ahnung, ist auch egal. Komm, wir gehen rein. Ich glaube, das passt. Das passt schon, das passt schon. Du musst einfach nur ins Einsatzgebiet, meine ich. Ja, viel können wir euch über das Spiel leider noch nicht erzählen. Dieser Flosch hat den ersten Teil gespielt. Ich habe es überhaupt nicht gespielt. Kommt hier mit dem Schwert auf mich zu? Ja, das sind die krassesten Freaks. Diese Suicide-Menschen. Die guten alten IS-Terroristen. Nein, Granate, der kommt du. noch nicht. Ja, bei mir war die. Da ist sie gedownt. Wir werden uns, denke ich mal, später doch eher aufs PvP konzentrieren. Ein guter Kumpel von mir hat den ersten Teil mega gesuchtet. Der hat das Ding irgendwie 420 Stunden gespielt. Dementsprechend natürlich sehr erfahren. Ich hoffe, dass ich da ein bisschen von seinem Wissen profitiere. Der ist immer ein sehr guter Lehrmeister bei sowas. Also ich denke mal, der Schwerpunkt für uns wird schon Richtung PvP gehen. Weil ja doch PvE überwiegend dann irgendwann relativ langweilig wird. In den meisten Spielen zumindest, wenn es nicht gerade WoW ist. Play. Jeder Schuss ein Treffer. Down, Bitches, down. Sterbt, sterbt. Ja, das Coole ist halt, dass man seinen Charakter immer nach und nach weiter verbessern kann. Neue Waffen, neue Fähigkeiten, was soll ich hier sagen? neue Was soll ich hier Items. sagen? What the fuck? It's a division. So? Fucking kill them.
Die wollen uns töten, Danny. Hast du's gehört? Ist in Ordnung. Kann man ja mal gucken, was draus wird, meine lieben Freunde. Ich geh vor, ich geh vor! Puh. Jetzt bin ich dran. Oh, er ist schon down. Ich geh ran. Oh shit, ich stehe hier, scheiße. Scheiß Schutz genommen. Na komm, zeig dich, zeig dich. Bam, tschüss. Bastard. Stirb! Danny, keine bösen Wörter. Oh doch, das ist eins von diesen Spielen, wo ich ganz viele böse Wörter benutzen werde. Welches Spiel ist das denn dann nicht? Ja, stimmt auch wieder. Da sind schon wieder Bastarde. Headshot. Oh. Headshot. Oh, irgendwo ist noch ein Gegner. Was, wo? Das wird mir irgendwo angezeigt, oder über uns? Oder im anderen Raum? Ah! Boah, scheiße, so eine komische Mine hier. Also ich weiß nicht, ob das Scharfschützengewehr was für dich ist. Wieso? Da brauchst du echt schon einen richtig krassen Skill. Da kommt schon wieder irgendwo so ein kleines Auto. Nein! Le, du Noob! Jetzt hat mich nicht getroffen. Hier ist der Klump, der das steuert. Jo. Mal gut, dass der Türrahmen, der Fensterrahmen die Schüsse abgehalten hat. Ja, ist doch Standard. Ah ja, auf jeden Fall. Was haben wir denn hier? Ne, hier haben wir nichts. Ah, reingelegt. Let's go! So, nachladen hier an Munition und Stuff. Piss ich da! Achso, ist ja schon voll. Hep. Was? Okay. Hep. Ja, hier liegt ein Bengalo. Fußballfans, Achtung. Ja. Wieder diese Ultras unterwegs. So, oh, da sind sie wieder. Mein Näschen juckt. Ich glaube, wir könnten uns mal absprechen, wann wir schießen und so. Ja, das wäre vom Vorteil. Und wer wen? Also jetzt bei denen ist es wahrscheinlich noch Latte. Aber wenn die später mal stärker werden sollten. Oh, ja. Hier kommen wieder ein paar. Ja, wieder so ein Auto, habe ich kaputt gemacht. Auch da. Alles tot. Ah, oh, geil. Geiler Typ. Ich weiß. Alles fand ich. Oh, ich habe eine neue Waffe mitgebracht. Ich muss mal kurz gucken. Wie spricht man nochmal Hyänen auf Englisch auf? Hyänas? Keine Ahnung. Das hört sich ja richtig scheiße an. Hyänas. Hyänas. Hyänas sind. Die Hyänas. Oh yeah. Um es wie eine alte Bekannte von uns beiden zu sagen, my English is not the yellow from the egg. Ja, yeah. I can't English. I can't English. Klassiker. Sorry, I can't English. Ah, da geht's lang. Sackgasse. Sorry, what? I can't English. Was ist hier los? Na gut. Ich weiß gar nicht, ob das Spiel komplett auf Englisch bleibt, so wie GTA, oder ob das und Red Dead, oder ob das komplett übersetzt wird. Da die ganze Sprachausgabe mit dabei ist, würde es mich wundern, wenn sie es auf Deutsch rauskommen würde. Es lohnt sich in der Regel nur bei wirklich absoluten Riesentitel. Also bei Grand Theft Auto haben sie es wahrscheinlich nicht gemacht, weil es einfach zu viel war, schätze ich mal. Ist ja doch eine ganze Menge Ausgabe, Textausgabe und so weiter. Oh, hier ist eine Plünderkiste. Was hab ich bekommen? Ja. Oh, eine Shotgun! Reactivated. Wo kann ich die nicht nehmen? Subsystems operational. That was the last step to getting Isaac fully restored locally. Komm, es gibt Wichtigeres als eine doppelläufige Shotgun. Wir müssen ja, jetzt muss ich aber, ich muss jetzt irgendwie mal in meine Waffe hier. Sekunde. Zwei, ja, okay. Dann wird die hier ausgetauscht gegen die Shotgun. Doppelläufig, 2,4k Damage. Hello? Is this the division? Nope. Looking for someone? Nope. Das ist eigentlich. Wo bist du denn jetzt hin? Da bist du. Was wollen wir denn jetzt machen? Du bist der Boss. Los, lauf, ja, lauf. Wie ich oben links lese, müssen wir immer noch den Espinosa finden. Okay, hast Glück gehabt. Oh, ja, Munition. If you want him back, you can make a deal. You back off, we'll deliver him unharmed. Unharmed. Mostly. Ja. Kleine Snitch, ey. Hyenas. 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 Hört sich so ein bisschen an wie Street Fighter. Ha, you can. Hier geht's nicht durch. So,
Ich bin ready, ich könnte einen rausnehmen. Ja, dann nimm einen raus, ich lauf nach vorne. Zweiter. Oh, da kommt schon wieder so ein Auto. Ups, ja. Ich muss mich mal kurz verstecken. Ich glaube, das ist nicht so gut, wenn ich hier mit der Shotgun durch die Gegend renne. Deine Fähigkeiten kannst du auch benutzen, ne? Denk dran. Ja. Ich weiß nicht, welche du hast. Ich stelle jetzt hier gleich noch ein Auto-Turret hin. Da hinten ist irgendwo ein Sniper. Wir stehen hier auf jeden Fall überall. Zweiter Sniper auch da. Die zweite Schnippe ist weg. Das war knapp. Nein! Ich bin gedown! Ich bin gedown! Der hat mir eine Shotgun gegeben! Der hat mir eine Shotgun gegeben! Flushy! Ich hätte am Anfang vielleicht nicht einen auf Suicide Squad machen müssen und da mit der Shotgun reinrennen. Das war vielleicht taktisch nicht ganz so klug. Läuft da ein Timer ab, dass du irgendwann down bist? Nee, ich bin nur angeschlagen. Alles gut. Du verlierst aber Gesundheit, oder? Hilf mir! Hol mich hoch! Danke. Ach man, einmal mit Profis arbeiten. Läuft bei uns. Wie immer. Geht's wieder gut? Ja, mir geht's wieder links gut. Links noch einer stehen. Ja, links steht noch einer, verstanden. Hier ist noch Loot, ich weiß nicht, ob du den auch siehst oder ob der für dich hier auch liegt. Junge! Bei mir ist hier auf jeden Fall noch zweimal grüner Loot. Der durchgerannt, der Bastard. Ja, ich guck mal hin. Nee. Wir waren gerade noch zwei Gegner. Links hinter dem Gabelstapler. Ja. Und wieder ein Auto kommt, glaube ich. Ja. Oh, hier ist wieder so ein Auto. Bastard. Ist er down? Oh, ist down. Los geht's. Wo ist der Mr. Espinosa? Oh, ich höre jemanden schreien. Hey, guys. I'm still willing to deal, but you better decide fast. Yo. I don't know how much more this dude can take. I know. Hör auf, ihn zu schlagen, du dummer Schmitz. Just stay focused. Hast du gehört? Yeah. Stay focused. Oh, da bin ich immer. Oh. Da kommen wieder Nahkämpfer. Yo. Die sind echt ein bisschen freaky drauf, ey. Na komm, zeig dich. Der ist down. Ich geh ran. Du bist auch tot. Okay, ich sehe nichts mehr. Von links? Was? Oder? Rechts von dir kommt irgendwas. Fuck. Okay, der läuft. Ist auf jeden Fall weg. Ja, alles gut. Wo ist er noch? Da oben. Ich muss mal mein Reparaturkit nehmen. Ah, ich bin hier gefangen, ich muss hier weg. Da kommt ein Big Boss auf dich zu. Okay, dann geh ich mal zurück. Okay. Down. Ja, hier sind auch noch mehr Gegner auf jeden Fall. Ich muss doch eben kurz ein Reparaturkit nehmen. Worauf nehme ich das denn? Auf Victor. Victor. Nate? Ja, ich bin safe. Ich sehe nicht. Keine Ahnung. Denn? Ach, da hinten, am Ausgang. Sis. Auf Wiedersehen. Da hat er noch was dabei. Also, ja, egal. Also, ich weiß nicht, ob die Zuschauer gesehen haben. Auf jeden Fall, der dicke Boss, der war gelblich. Das heißt, das ist immer so ein kleiner Mini- bzw. Endboss. Und der letzte, den wir jetzt hier gerade getötet haben, der hatte so eine lilane Silhouette. Das sind dann so die, ich sage jetzt mal, wer World of Warcraft kennt, die Elite-Gegner, die auch etwas mehr aushalten. Genau. Wusste ich bis gerade auch noch nicht, aber jetzt weiß ich es. Mal rot gefährdet. Wo geht's lang? Bis dunkel, wo geht's lang? Flaschi. Ich hab mich, glaube ich, verlaufen. Ich renne ja auch einfach. Ach, da oben. Da.
Sie hat ihn erschossen, die Snitch. Boah! Agent Power Signs, Zero. Die kriegt auf die Fresse. Links Gegner. I'm leaving this to you. Finish them off. Oben ist wieder einer, der so ferngesteuerten Wagen. Boah, diese Zylinderschlusskniffe, die da braucht so lange, um nachzuladen, ey. Ich gehe näher ran gleich. Check mich, check mich! Hallo, hallo! Oh, Junge, jetzt bleibt er hier an den Treppen stehen, ey. Das war's, glaube ich. Okay. Oh, Warnung, keine Neustartzone. Uiuiui. Ich glaube, wir müssen hier lang. Ja, ich folge dir. Oh, hier ist noch eine Kiste gewesen. Nee, doch nicht. So. Wisst ihr, hab ich doch gesagt, wir müssen hier lang. Ja, noch ein bisschen, noch ein bisschen Muni. Noch ein bisschen Money hier für die Jungs. Damit sie wohl nicht ballern können. Wo sind wir? I'll end you, just like I ended your friend. Ich geh ein Stück näher ran. Okay. Versuche irgendwie zu umlaufen. Ganz hinten ist ein Sniper. Ja, ich seh's, ach ja, da hier gelbe, quasi Boss-Sniper. Das ist, glaube ich, die Snitch, der gerade. Rechts von dir ist noch ein lilaner. Den müsstest du eventuell headien. Den kriege ich hier jetzt so nicht raus. Vorher kurz die anderen beiden hier weg. Ja. Nein, hier kommt ein Auto. Wo? Bei mir. Ja, ich versuche mich immer weiter um den Boss zu kümmern. Fuck, ich brenne. Ah, renn. Ah, oh, ah, oh, ah. Eieiei. Fuck you! So. Wo ist der Typ mit dem Drecksauto, ey? Sniper's down. Einer kommt auf dich zu. Ja, ich sehe ihn. Ich treffe ihn nicht von hier. Jetzt wieder. Nee. Jetzt hat er wieder zurück. Es ist hier dunkel wie in einem Rattenarsch mal wieder. Oh, alles da. Alles da. Einsatz abgeschlossen. Fucking Hyena. Die verdammten Hyäne. Ja, leider konnten wir den Espinosa nicht retten, ne? Den hat der Snitch wohl zerlegt. Ärgerlich, ganz ärgerlich. Oh, da ist noch was Grünes. Da ist noch was Grünes! Oh, guck mal, wir können jetzt zur Dark Zone reisen. Dark Zone East. Kann man ja schon mal reingucken. Ja. Bisschen auf die Fresse kriegen. PvP. Bisschen ins Gesicht. Ist schon raus? Nee, ne? Nein, noch nicht. Das okay, das nehme ich auch noch mit. Irgendwo eine Lootkiste oder so? Nee, ne? Ich denke nicht, ne. Sieht eigentlich ganz gut aus hier. Aber jetzt muss ich auch mal kurz mein Inventory überprüfen, mal schauen, was ich so an Waffen bekommen habe. Muss ich auch mal gucken. Kike. Shotgun. Bin eigentlich ein bisschen. Nehme ich stattdessen mit. So. Was wir hier noch haben. Nee, die ist ganz okay. Da haben wir noch was Neues. Das ist immer sehr schön angezeigt hier bei diesem Spiel, dass man hier halt so ein kleines Ausrufezeichen bekommt, wenn man auf dem jeweiligen Slot neues Equipment bekommen hat. Das finde ich sehr, sehr cool. Gefällt mir ausgesprochen gut. Ich habe gefühlt auf jedem Slot ein neues Ding bekommen. Neues Item. So. Ach, die kann man glaube ich aufmachen, oder? War da nicht irgendwie was? Ja, bei Level Up kriegst du da diese komische Kiste, Behälter, keine Ahnung wie das Ding heißt. Behälter Feldexperte. Vergessen. Uiuiuiuiui. MK17 mit ein bisschen Damage. Ich glaube, die wähle ich dann direkt mal aus. Das war glaube ich die du am Anfang hattest. Diese Einzelschuss? Ich denke, dass es ein Einzelschuss sein wird. Ja, wenn du auf die Waffe guckst, dann siehst du einmal entweder diese drei Patronen
Beziehungsweise die Hülsen nach oben zeigen, also ein normales Sturmgewehr. Die drei Patronen nach rechts zeigen, ist wohl ein leichtes Maschinengewehr. Die zwei Schrotpatronen ist klar, eine Shotgun, eine Schrotflinte. Und das einzelne Ding ist dann halt so eine Art Scharfschützengewehr, beziehungsweise mit zwei schrägen Patronen, diese Art Ja, ist Einzelschuss auf jeden Fall. normales Gewehr. Ja, okay. Oh, dann nehme ich die Ork. So, ich bin wieder draußen. Ich stehe hier Ja, rum. ich gimm. Ich gimm. Ich habe schon gedacht, dass ich wieder auf dich warten muss. Ich würde sagen, wir gehen einfach mal direkt Richtung Dark Zone und schauen mal einfach mal nach. Oh yeah. Also, wir wissen halt tatsächlich zu diesem Zeitpunkt echt noch eigentlich fast gar nichts über das Spiel. Also, Dieser vielleicht ist da Gegner vor noch uns hier. Feuer. Hat auf jeden Fall Power, die Waffe. Welche hast du denn? Welche ist die Diese, ach Einzelschuss die, ach so, diese MK17, die du am Granate, Anfang ja. hattest, aber halt mit 600 Damage, also das ist schon ganz nett. Ich wollte jetzt gerade mit Y mounten. Muss man Pferd? Muss man Pferd? Wo ist mein Hotzi? Also ich denke mal, ihr werdet hier auf diesem Channel auf jeden Fall auch später eine ganze Menge Guides und Tutorials sehen. Also ich finde, das Spiel hat unglaublich viel Potenzial. Ich glaube, das ist auf jeden Fall mal ein Titel, den man sehr lang spielen wird, wo wir auch mit Sicherheit nicht alles, was wir spielen, aufnehmen werden. Das ist eigentlich auch immer ganz gut geeignet für Tutorials, wenn man viel spielt, aber wenig aufnimmt. Da muss man auf jeden Fall mal gucken, aber ich denke mal, das wird auf jeden Fall eins dieser Spiele sein. Alter. Hallo? Ist aber auch echt dunkel hier. Komm, komm hoch, komm hoch. Gut. Wow, da schießt irgendwas auf mich. Kommen die alle her, einfach Ich muss mal kurz meine. Oh, Scheiße! Da kam ein Schuss von der Seite. Der hat mich gekillt! Die Drecksau. Die Drecksau hat mich gekillt! Okay, da kommen natürlich eine ganze Menge Guides und Tutorials. Wow, ich bin gleich auch da. Da kommen natürlich eine ganze Menge Guides und Tutorials, wenn wir dann immer mal in der Lage dazu sind. Wenn wir das Game gerafft haben. Ja, was passiert denn Kann jetzt ich mit dir dir jetzt mal. eigentlich? Ich musste mir jetzt einen neuen Spawnpunkt aussuchen. Habe ich Du jetzt musst mir jetzt auch. einen neuen Charakter erstellen. Ja, genau. Fängst wieder von vorne. Das war jetzt quasi der Hardcore-Modus. Nee, da sind wir etwas zu forsch rangegangen an die ganze Sache. Du bist wieder Du in das brauchst das nicht Safe. wieder verallgemeinern auf uns beide. Sag ruhig, dass du die Box nicht wieder gebaut Nee, das hast. war schon. Guck mal Kannst du hier jetzt nicht einfach raus. bei mir spawnen? Nee, ich musste Ich das glaube, das in ist in der einer Safe Zone. Safe Zone. Ja. Bin jetzt auch in der Safe Zone, ich komme jetzt wieder zurück. Ich denke mal, so weit ist das ja nicht. Hier lang und da. Ich räume dann schon mal weiter auf, Ja, ne? mach das mal. Bin jetzt schon wieder draußen. Mal gucken, wie weit ich überhaupt laufen muss. Ah, ist eine kleine Ecke. Lauf einfach durch die Gegnermassen durch. Also ganz interessant ist auf jeden Fall hier das PvP nachher in der Dark Zone. Da habe ich auch von meinem Kumpel schon einiges Gutes gehört. Das soll wohl richtig viel Spaß machen. Auch PvE soll relativ gut durchdacht sein. Oh. Relativ. Ja gut, also ich denke mal, der Titel wird insgesamt eher auf PvP ausgelegt sein, aber ich bin mir da auch nicht ganz sicher. Also also ich persönlich finde immer, man ist PvE muss man sich an WoW messen und da kommt halt an KI nichts drüber hinweg. Also das System. Hallo, zieh's doch gleich mal an. Das System PvE in World of Warcraft ist einfach saustark. Ich denke mal, da wird wahrscheinlich niemals irgendwie was rankommen, in meinen Augen. Alles andere erzeugt immer nur Schwierigkeit durch, jetzt sagen wir mal zum Beispiel Diablo 3, erzeugt halt Schwierigkeit durch die schiere Masse an Mobs, die Boah, da was geht denn rumrennen. jetzt hier ab? Hier ist irgendwo ein Hubschrauber unterwegs. Ja. Vor allem hat der gerade irgendwas gedroppt. Auf deinen Kopf. Jetzt verstehst du wahrscheinlich gar nichts mehr. Ich weiß nicht, ob das schon Loot ist. Achso, Vorratskisten hat der abgeworfen für uns. Für mich. Bist ja tot. Komm, ich schieße in das Gesicht und der fällt nicht um.
Alles down. Alles down. Bin gleich bei dir, Flaschi. Ich loot schon mal die Vorratskiste. Mach das schon mal, du. Ich gönne dir das. Man muss ja so immer das schwächste Teammitglied verstärken und das bist ja nun mal einfach, du. Richtig. Ja? Was haben wir denn da? Haben wir da irgendwas? Was haben wir da? Hey, hallo? Hallo? Oh, es kommt schon wieder Gegner. Ich komme, ich komme, ich komme! Supply drop claimed. Ich glaube, ich bin jetzt wieder da, wo ich gerade gestorben bin. Keine Gegner. Ja, lass dir Zeit, du. Ich werde hier nur ab. Überrannt. Wie viele? Die nehmen auch die Supply Drops ein. Die nehmen uns die Waren weg. I'll make you pay. Junge! Der hat einfach weitergeschossen, der Bastard. Boah, wie viele? Ah, ich muss zurück. Aua, 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 aua. Re, ey. Ich hab schon mal fast verkackt. Wuhu! Ja, du rennst auch immer weiter. Ich bin gleich bei dir. Also, du musst nur noch mal warten. Die Gegner hinter dir spawnen schon wieder. Das heißt, ich muss mich da immer wieder durchkämpfen. Aber ich bin jetzt wieder da. Oh, da kommt eine ganze Menge Floschi. Mach mal noch ein paar Meter zurück. Ja, mach das. Wenn auch noch was. Komm, zeig dich. Zeig dich, mein Freund. Okay, der hat Floschi schon. Wieder ein Auto kommt hier angefahren. Von wo? Von hinten? Ach, von da, okay. Ich bleib nochmal kurz in Deckung. Okay, du hast es. Ich gehe vor. Da ist noch einer an dem. Ja, ich habe ihn gesehen. Aua! So. Okay, ist an. Ich gehe noch ein Stück weiter vor. Okay, hier scheint es jetzt aktuell erstmal safe zu sein. Ah, die Lumpis, ey. Haben die uns da die Dropboxen weggeloadet. Die Schweinehunde, die! Die Schweinepriester. Eine von vier, keine gute Ausbeute. Detected from the control point in proximity. Okay. Chill. Ist alles safe. Hier ist alles safe! Flocky! Roger, Roger. Roger, Roger. Roger, Roger. Hier ist wieder ein Gegner vor mir. Yo, yo. 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 Pum! Wow, geiler Treffer. Was du auch machen kannst, ist, du kannst von Deckung zu Deckung rennen. Da musst du einfach nur STRG gedrückt halten. Du kannst auch währenddessen dich umgucken und nachladen. Er rennt dann automatisch zur nächsten Deckung. Okay, okay. Just for your information. Ich sehe keine Gegner. Ach ja, und automatisch laufen ist übrigens auf der Daumentaste der Maus. Ah, ah. Ja, das muss ich mir sowieso spätestens, wenn wir das richtige Spiel spielen, alles nochmal kurz umlegen. Bist du schon wieder am Ballen? Jo. War das nur der eine? Es waren drei Stück, aber zwei habe ich schon erledigt, bevor du gekommen bist. Ja, ja, klar. Ja, kein Witz. Oh. Bewegt hier Knieschützer. Sehr schön. Taking the Viewpoint Museum away from the no entry. It's a lot harder for them to coordinate their troops and spread misinformation. All communications coming in and out of the building will be controlled from the production studio on the top floor. Oh, getting up, so you'll need to find it and secure it. Oben ist einer auf der Balustrade. Er ist down. Das ist jetzt
aber wohl eine andere Fraktion. Das sind nicht mehr die Hyänas. Geh vor. Muss irgendwo ein Sniper sein. Ah, da hinten auf dem. Ja. Okay, ist da. Unter uns ist jetzt aktuell nichts mehr, soweit ich das sehen kann. Doch, da kommen ja neue Gegner. Son of a bitch. Dreh mal nicht am Teller. Okay, da steht auch noch einer. Junge, noch ein Sniper irgendwo, weiter hinten. Geh runter. Ich sehe den Sniper nicht. Doch, da, okay. Ein Hit. Ah, ich bin Sniper safe. Ich würde ihn da gleich. Hier ist, glaube ich, nichts mehr. Okay, hier ist alles da. Sniper ist da. Ah, hier ist auch alles tot. Roger, Roger. Alles down, alles down. Hier geht's lang. Du musst mal deinen kleinen Auto-Turret mal nutzen. Ja, das stimmt. Ich bin ja ein Spezialist im Nutzen von Fähigkeiten, deswegen. Sicher, dass wir hier lang müssen? Keine Ahnung, aber mir werden hier orangene Sachen angezeigt. Ja. Also ich habe den, ich habe die Route zur Dark Zone gemacht und du hast, glaube ich, zu irgendeiner Safe Zone oder so gemacht. Ja gut, dann lauf vor. Go, go. This is an emergency. Wir schnüffeln da eh nur noch mal kurz rein. Also wir sind auch tatsächlich am Ende der Beta angekommen. In 25 Minuten werden die Server abgestellt. Sprich, es ist Mittwoch, Dienstagmorgen, 9.35 Uhr. Sprich, es ist Mittwoch. Erst denken, dann sprechen. Ganz wichtig. Ist ja Klassiker hier bei uns. Okay. Okay, man kommt hier wohl doch nicht durch. Dann klasse. Dann klasse. Hast du wohl doch recht gehabt. Natürlich habe ich recht gehabt, wie immer. Blödsinn, dass mit dir da überhaupt noch drüber diskutieren muss. Ne? Von daher wird es auch kein weiteres Game geben, bis die Vollversion quasi rauskommt am 15. Dann werden wir aber auf jeden Fall direkt aufnehmen. Wie gesagt, mal schauen, in welchem Format. Let's Play, Guides, Tutorials, whatever. Da gibt es mit Sicherheit eine ganze Menge, dass das Spiel zu bieten hat. They don't know who they're fucking with. Go dark. Wait for the signal, then corner and kill. Okay. Aha. Then corner, then kill. Let's go. Oh, das sieht nach Gegnern aus. Oh ja, da sind sie ja schon. Warte mal, ich mach mal eben kurz den Nate. Okay, let's go. Oben hier auch irgendwo Gegner. Lieder noch sogar. Ich halte den Lieder hinten in Schach. Ist down. Okay, die ist hier auch da. Unten rennt jetzt auch noch wieder ein paar. Oben rechts. Ich flankiere mal von rechts. Alles down unten. Roger, Roger. Roger, Roger. Da müsste alles down sein. Ja, alles down. Alles down. Alles down. Roken ist down, like. Chill mal! So, wo sind die nächsten Gegner? Ne, hier nicht. Da muss man wohl den Komplex einnehmen, um dann irgendwie in die Dark Zone zu kommen, oder was? Oder was soll ich da jetzt nicht verstehen? Okay, da okay. Spread out. Oh, hier sind wieder welche. Ja. Warte, Nate kommt. Und go. Alter, die sind durch die Nate nicht gestorben, ey. Was für kranke Bastarde. Nee. Ich habe auch mal Nate kommt geflogen. Ja, die fliegt zu dir. Ah, die fliegt zu mir. Da kommt einer, ein Lilaner. Nimm mal kurz Rüstung. Stirb, du Schlampe. Das war kurz nachladen.
Er hat sich selbst die Luft gejagt. Die hat auf jeden Fall schon deutlich mehr aus. Ja, ja. Alles tot. Alles tot. Ich wollte nur noch sagen, dass wo die Fraktionen sich auch unterscheiden durch Bewaffnung dann halt später und dann auch durch Panzerung. Also dieses Volk jetzt hier gerade, die haben dann einfach. Die liegt an der Nate, wenn du willst. Ja, alles gut, alles gut. Alles gut. Okay. Wow. Gegner kommen. Versuch von links abzublocken. Fuck, die Nate war ein bisschen kurz. Kommen noch viel mehr. Von der Treppe? Ja. Ich gehe näher ran. Ich muss nachladen. Oh, hier kommt man nicht durch. Doch, hier kommt man doch durch. Der eine rechts ist da. Ist down. Ja, jetzt müsste alles tot sein. Roger, roger. Alles down, alles down. Ach so, auf so, Feuerlöscher, Benzinkanister, Fässer kannst du auch schießen, die gehen dann wohl hoch. Ja, das habe ich schon gelesen irgendwo. What the fuck, Alter? Was ist mit ihm? Der ist scheinbar sehr gut programmiert. Hä, was ist mit ihm? Leute, es liegt da sich auch noch hin. Ist das geil. Rennt an mir vorbei, springt runter und legt sich erstmal hin, ey. Richtig gut gemacht. Der war ja mal richtig geil. Da muss ich mal kurz hin, da liegt was Grünes. Fuck the Division, hier. Nimm die Nate, du Lump. Achtung, Nate. Okay, da war nichts mehr. Okay. Da war quasi nur noch ich. Oh, Gegner wieder. Nur noch welche. Okay. Hab mich schon gewundert, ob der irgendwann noch mal nachladen muss, ey. Wie geil ist das denn? Was ist das? Ich glaube, sein Munitionsdepot ist explodiert. Oh, aua. Ich wollte gerade sagen, eigentlich sollten wir dann hier nicht stehen und uns das angucken aus der Nähe. War jetzt nicht so intelligent. Aber ich fand, das ist ein tolles Feuerwerk. Tolles Feuerwerk, es tut weh. Scheiße. Ach, das wusste ich auch nicht. Also wenn einer dran geht, dann wird der andere auch direkt mit aufgefüllt wieder. Das ist ja gut. Ja, das zum Thema Absprache. Ach, hör auf zu labern. Das können wir nachher beim höchsten Schwierigkeitsgrad machen. Jetzt aktuell ist es einfach nur Schnitzel! Maggotsley! Wow, noch einer! Mit Shotgun! Nein! Ey, das können wir machen, wenn der Schwierigkeitsgrad höher ist. Ja, ich bin hier schon wieder direkt in ihn reingelaufen. Alles gut, ich bin wieder am Leben. Zwei. Andere Seite, go. Andere Seite ist ein Lilaner. Hier ist auch noch ein Elite-Gegner. Hier ist ein Boss. Ja, ich habe ihn gesehen. Haben wir noch mehr? Nee. Im Laufe. Alter. Josh, hier sind mehrere Bosse. Nee. Ja, ich weiß nicht, warum du da. Ja, weil mehrere Bosse sind, das wusste ich nicht. Agent, deceased. Ich bin halt noch ein bisschen so. Hey, komm, lass uns doch reingehen. Bist du tot? Ich bin jetzt leicht tot, ja. Ich hab nicht mehr viel. Wow! Vielleicht schaffe ich es noch. Wo ist der andere her? Wo kommt der Schuss her? Da.
Jetzt muss halt nachladen. Oh, ich bin bei dir. Wie, du bist da? Ich bin bei dir. Heil dich. Ist hier noch irgendwo was? Einer muss irgendwo noch sein. Ich renne wieder nach vorne. Also oben links hast du ja die Minimap. Ja. Mit einem dickerer roter. Ja, ein Boss noch. Ein Boss noch. Ganz hinten. Ja. Steht da wieder mit dem Scheinwerfer. Welche Etage denn? Unsere Etage. Scheinwerfer heißt snapbar. Boah, Junge! Hab schon mal einen guten Schuss gegeben, der Bastard. Ey, die KI ist gar nicht mal so schlecht programmiert. Ey, da muss ich jetzt mal. Ist down. Echt nicht schlecht programmiert, also. Das zum Thema, ey, was hier mit Deckung und taktisch vorgehen. Nein, ich halte sie einfach rein. Hack und Slay und ich werde selber gehackt und geslayed. So, dann muss ich hier spielen. Wo müssen wir hin? Wo müssen wir hin? Wo müssen wir hin? Da müssen wir hin. Ja, also ich muss nur halt dein Maul. Halt dein Schnauze. Halt dein Schnauz, Junge. Chill mal, dein Base. So. Zack. Mal sehen, ob wir überhaupt noch in die Dark Zone kommen, ey. Na, wir sind auch relativ weit mittlerweile. Go, get out of here. Okay, was? Da sind wieder zwei, die rennen weg. Wo denn? Oh ja. That must have been Wade. Would have been nice to bag him, but he's not your primary objective. Get to the TV studio and get these guys off the air for good. Boah, ey, es ist hier, es nimmt ja gar kein Ende mehr hier. Oh oh. Was ist so? Oh oh, Gegner. Viele. Okay, warte, ich schlag mal vorne. Okay. This one's mine. Damn, we've been flanked. Get back. I'll kill you for that. I kill you for that. Komm, zeig mir deinen Kopf. Ist er tot? Ja, noch gerade so gekriegt, du. Wow! Wo bist du denn? Oh, du bist ja vor mir. Bin bei dir, glaube ich. Wo bist du? Bist du oben? Ja, ja, ich bin oben. Bist du schon die Treppen hochgelaufen oder was? Nein. Bist du schon, die Frage ist, bist du schon Treppen runter? Ich bin jetzt bei dir. Jetzt bin ich Treppen gelaufen, zwar runter. Okay. So, mal hier irgendwie uns zurücksetzen. Was kommt denn jetzt im Fernsehen? Oh, Gegner hinter uns, Gegner. Nate? Ja. Ist wieder ein Boss. Ist down. Ich fast nicht mit der Maus hinterhergekommen. Ich hab hier oben noch einen. Ja, ich sehe. Kann der warte. Zwei, einer kommt. Einer down. Okay, meiner auch. Von mir. Oh, wo, wo. Unten einer. Ja. Oben noch einer. Richtung. Ich muss mich heilen. Ah, ich bin schwer gedown, ey. Hat mir nur noch einen Schuss gegeben, der Bastard. Ja gut, die KI ist gut, aber manchmal ist sie auch ein bisschen komisch. Aber das ist ja jetzt auch dieses Mal mein Glück. Wow. Oh fuck. Okay, das werden wir auf jeden Fall im richtigen Spiel etwas anders angehen. Etwas. Einer läuft hinter dir her. Oh, einer steht hier bei mir. Hallo. Hallo, böser Mann. Schöner AK hast du da. Da kommt noch einer zu mir. Oder auch nicht. Oh, der ist nachts auch da. Oben am Rednerpult steht noch einer. Okay, nice, nice. Flushy macht das. Okay, jetzt bin ich leider gestirbt. Ich bin gestirbt. Oh mein Gott. Aber ich denke mal, ich bin gleich wieder bei dir. Du musst einfach nur überleben. Überleb einfach nur. Ich bin gleich wieder bei dir, Flushy. Ich helfe dir gleich. Ich bin in 6 wieder da. In 5, 4, 3, 2, 1. Bring! Ziel fehlgeschlagen. Nice. Hier bin ich.
Wie, Ziel fehlgeschlagen? Was denn passiert? Ich denke mal, die haben das deaktiviert, unser Übertragungsding, was wir da aktiviert wow, haben. Wow, Floschi, richtig gut gemacht, weißt du? Geil. Applaus. Da ist man mal einmal nicht dabei, ne? Und Floschi verkackt mal wieder auf ganzer Linie. Das ist absolut... Ja, ich finde das so gut, wie du das hier absolut angehst. Lächerlich. Ich renne einfach mal rein in die Gegner. Scheißegal, ich habe ja eine Waffe, die hat 300 Schuss im Magazin. Ach nee, doch nicht. Es waren doch nur 30. Naja, wir sind auf jeden Fall am Ende unserer kleinen... Ey, jetzt, ne? Wenn der Kuchen... Was machst du da? Ich hab's aktiviert. Bist du behindert oder was? Dann müsstest du ja nochmal spielen. Oh, da kommen die Gegner! Verstecken. Ja, dann mach doch deine Abschlussrede. Ja, jetzt muss ich mich konzentrieren. Stufenaufstieg. Mein Gott, ey. Er ist down. Nein. Unter dir noch relativ viele. Er ist auch tot. Der ist auch tot. Da ist wieder ein Boss. Einer kommt zu dir runter. Auch down. All Cypher Slips are reset to default or under direct SHD control. Okay, war jetzt gar nicht so schwierig. It's good to hear. Our comms are coming online. Ne, man muss einfach ein bisschen defensiver spielen. Genau. Nicht ich hatte das vorher noch nicht gesagt. Das hat der Grund, warum du immer so früh stirbst, Idiot. Ja, sorry. Volldepp! Das ist ein Volldepp, der Junge! Headshot! Ey, chill mal deine Base! Ha, daneben! Ha, du Witcher! Gut, ich denke mal, wir sind jetzt auf jeden Fall am Ende angekommen, Flaschi. Wir haben diesen Kampf noch bestanden, wir haben den Leuten nochmal gezeigt, dass wir es eigentlich können. Wenn ich halt dabei bin, du schaffst es alleine halt nicht, ist aber auch egal. Auf jeden Fall. Wir sind am Ende unserer kleinen Folge angezockt. Ist doch relativ lang gewesen jetzt, fast 50 Minuten haben wir gespielt. Die Beta wird gleich abgeschaltet in 10 Minuten. Unser Eindruck von dem Spiel ist auf jeden Fall erstklassig. Also es ist auf jeden Fall ein Spiel, das man spielen sollte. Wir werden es definitiv spielen. Wir werden dazu auch Videos online stellen. Vermutlich eine Art Let's Play, weil die Story richtig cool sein soll. Bis Level 30 und dann darüber hinaus wahrscheinlich auch das eine oder andere Tutorial. Den einen oder anderen Guide, das ein oder andere Tipps und Tricks. Je nachdem, wie wir halt Lust und Laune haben und vor allen Dingen auch, wie gut wir in diesem Spiel werden. Ich denke mal nicht, dass wir alles aufnehmen werden, was wir spielen werden, weil das, wie gesagt, ein Spiel ist, das man auch mal so nebenbei zocken kann. Und ja, wenn ihr Interesse bekommen habt, vor allen Dingen auch an unserem Channel, lasst uns gerne ein Abo da, aktiviert die Glocke, dann bekommt ihr auf jeden Fall mit, wenn das nächste Video von The Division 2 rauskommt. Irgendwann um den 15., 16., 17. herum, nehme ich mal an. Ja, das war's soweit von mir. Flasche, möchtest du noch irgendwas sagen? Nee. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Das Spiel ist geil, wir freuen uns, wenn ihr es euch anguckt und bis dahin. Ja, auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal. Ciao.